Der Wunsch, die Welt, in der wir leben, näher kennenzulernen, führt uns dazu, die erstaunlichen Geheimnisse des Devil's Tower zu erkunden. Im US-Bundesstaat Wyoming erhebt sich wie aus dem Nichts dieser riesige Berg und überragt mit seiner Höhe von 265 Meter und einem Durchmesser von 150 Meter das Tal. Die Besonderheit des großen Felsens liegt in seiner Struktur mit hexagonalen Spalten, die von der Basis bis zu fast flachen Spitzen vertikal verlaufen. Die Bildung von Basaltsäulen kann man auch an anderen Orten der Welt beobachten, aber nichts ist vergleichbar mit dem Devil's Tower. Wie entstand dieser seltsame Berg? Offiziell wird angenommen, dass es sich hierbei um einen Vulkanschlot handelt und die Lava vor etwa 225 Millionen Jahren beim Abkühlen diese besondere Form des Polygons annahm. Wir sollten bedenken, dass es sich bei der offiziellen Theorie nur um eine Hypothese handelt, die man nicht beweisen kann. Ist es nicht verwunderlich, dass es in der Gegend keine Spuren von vulkanischer Aktivität gibt? Das stellt diese Theorie in Frage. Wäre das ein Grund zu glauben, dass dieser Berg mehr ist, als er zu sein scheint? Für die alten Völker dieses Gebietes galt der Berg als Mittelpunkt für ihre Riten und Legenden. Die Kiowa- oder Lakota-Stämme beziehen sich in ihren Legenden auf die Plejaden. Obwohl die ältesten Völker der Erde tausende von Kilometern voneinander entfernt waren, kannten sie die Bedeutung dieser Sternengruppe, wie die Sumerer, die Inkas, die Ägypter oder die Polynesier, um nur einige zu nennen. Welche besondere Bedeutung hatten die Plejaden für diese Völker? Ägypter und andere Zivilisationen wollten den Himmel auf der Erde mit ihren Denkmälern widerspiegeln. Hierzu gibt es auch eine Verbindung zum Berg. Die überlieferte Sternkarte der Lakota-Tradition brachte den Devil's Tower direkt mit dieser Gruppe von sichtbaren Sternen in Verbindung. Der Devil's Tower steht für die Sonne und die sieben Hügel in seiner Nähe stellen das Spiegelbild der Plejaden auf der Erde dar. Einheimische Stämme wählten nicht zufällig diesen Ort. Sie kannten seine tiefe Bedeutung und führten dort Rituale durch, um sich mit den Brüdern des Kosmos zu verbinden. Die Lakota-Tradition besagt, dass ein Volk von den Sternen kommt. In der Nähe des Berges befinden sich die Black Hills, ein heiliger Ort für die Lakota, wo ihre Vorfahren lebten. Sie sind ein irdischer Spiegel des Himmels und bildeten die Grundlage von alten Sternenkarten und der Astronomie der Lakota ab. Vielleicht war es kein Zufall, dass Steven Spielberg für seinen Film Die unheimliche Begegnung der dritten Art dieses Szenario auserwählte, um mit Außerirdischen in Kontakt zu treten. Es ist auch kein Zufall, dass sie in die Black Hills das Denkmal der Mount Rushmore meißelten. Für die Einheimischen symbolisierte es die Machtelite im Heiligen Gebiet. Eine der Legenden über den Teufelssturm besagt, dass im Inneren des Berges ein Durchgang bedeckt von Knochen existiert, der zu einem See umgeben von Gold führt. Ist dieser Berg wirklich ein Werk der Natur? Es wird die abwegige Theorie vertreten, dass der Teufelssturm in Wyoming tatsächlich ein versteinerter Stumpf ist, der Teil eines riesigen Baumes war. Zwar mag es absurd klingen, aber es gibt interessante Zufälle, die erwähnenswert sind. Die logische Reaktion wäre, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen, bei der Vorstellung eines Baumes solcher Größe, weil so eine Entwicklung auf der Erde nicht möglich ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sich der letzte Zeitabschnitt der Menschheit, für die wir Beweise haben, auf ein paar tausend Jahre zurück beschränkt. Wir wissen einfach nicht, was auf der Erde vor dieser Zeit passiert ist. Könnte ein Baum die Größe eines riesigen Mammutbaumes mehrfach überschreiten? Zurzeit erreichen die größten Bäume eine Höhe von etwa 115 Meter. Ab dieser Höhe werden die Bedingungen äußerst schlecht für ein weiteres Wachstum. Wie konnte sich so ein großer Baum entwickeln? Es besteht kein Zweifel, dass der Teufelssturm wie ein Baumstumpf aussieht. Sehr gut zu erkennen ist das gekrümmte Gestein, wenn es in die Erde eindringt,
so wie es die Wurzel eines Baumes machen würde. Wir können auch erstaunliche Ähnlichkeiten zu einem versteinerten Baum feststellen. Die Form der hexagonalen Säulen wäre damit zu erklären. Diese zellulare Anordnung finden wir auch bei einigen Pflanzen und Bäumen wieder. Sie folgen fast perfekten polygonalen Mustern, wie bei Waben, Schildkrötenpanzern, Schneeflocken oder bei den Augen eines Insektes, deren Struktur ihr natürlicher Ursprung ist. Dies würde darauf hindeuten, dass es sich wirklich um einen Baum handeln könnte. Aber das Interessanteste an allem ist, dass der riesige Baum so aussieht, als ob er geschnitten wurde, wie die flache Oberfläche des Gipfels zeigt. Wer oder was hätte ihn schneiden können? Auch an anderen Stellen der Welt gibt es interessante Formationen, die die Theorie einer Existenz von gigantischen Bäumen aus der Vergangenheit unterstützt. In Bolivien finden wir den Berg Chochis mit seiner flachen Oberseite. Wiederum ein anderer Berg, der Zahn des Teufels, vermittelt den Eindruck eines abgebrochenen Baumstammes. Auch das Tianzi-Gebirge in China hat eine große Ähnlichkeit mit einem versteinerten Wald von immenser Größe. Im Monument Valley in Utah gibt es viele Beispiele sonderbarer Berge, die wie Baumstümpfe aussehen. Wenn wir nach Äthiopien schauen, sehen wir auch einen Berg mit einem flachen Gipfel und vertikalen Wänden. Er heißt Debre Damo, auf dem sich das berühmteste Kloster dieses Landes befindet. Das ist nur eine kleine Auswahl, denn es gibt tausende von Spuren dieser Art von Baumstümpfen auf der ganzen Welt, die die Existenz von riesigen Bäumen beweisen könnten. Vielleicht wurde sein übertriebenes Wachstum durch bestimmte Veränderungen der Erdbedingungen ausgelöst. Einige Wissenschaftler behaupten, dass vor tausenden von Jahren der Magnetismus und die Schwerkraft unseres Planeten wesentlich geringer war, was den Wachstum riesiger Tiere und Pflanzen ermöglichte. Es ist schon sonderbar, dass in allen Geschichten zum Thema der inneren Erde, wie in den Büchern von Willis George Emerson, der Smoky God oder die hohle Erde von Dr. Raymond Bernan, Tiere und Bäume von enormer Größe erwähnt werden, die aufgrund von niedriger Schwerkraft und guten Wetterbedingungen existiert haben. Zudem wird erwähnt, dass die großen Bäume im Sequoia Nationalpark in Kalifornien im Vergleich zu den kilometergroßen Wäldern von riesigen Bäumen wie kleine Sträucher aussahen und dass die Bewohner eine immense Größe von 3,70 Meter hatten. Sind die hier beschriebenen Theorien nur reine Zufälle oder wäre es möglich, dass sie uns eine unglaubliche Realität aufzeigen? Ist es ein Zufall, dass die Kiowa-Indianer den heiligen Berg unter dem erstaunlichen Namen Baum aus Stein kannten? Warum dieser Name? Vielleicht wegen seiner Ähnlichkeit oder wegen der mündlichen Überlieferung eines unbekannten Ursprungs des heiligen Bergs?